Wer im Herzen bunt ist, kann auch schwarz-weiß in Farben sehen. Hallo, herzlich willkommen. Bei mir ist heute Christian Konrad Maria Langer. Ich musste den Namen jetzt ablesen, weil das der längste Name ist, der bis jetzt jemals in meiner Sendung war. Und er ist seines Zeichen Musiker. Du bist vor allen Dingen einer der Gründungsmitglieder von der A Cappella Comedy Gruppe 5. Mhm. Euch gibt seit 23 Jahren, ihr habt über 2000 Auftritte. Und trotzdem würde ich jetzt gerne mal für alle Zuschauer, die irgendwie euch verpasst haben, aus welchen Gründen auch immer, gerne mal kurz zeigen, das sind 5. Warum seid ihr Schlümpfe blau? Wir saufen halt, du dumme Sau. Und zwar? Ein bisschen Weißwein, ein bisschen Whisky, ein bisschen Wodka, ein bisschen Weißbier, dazu eine Weißwurst und vielleicht noch ein anderes Schnäpschen und dann noch Alkohol und hohes Ziel. Du sagst ja auch, jeder Song muss erst eingefünft werden, damit es ein Song ist, der zu euch passt. Wann ist ein Song denn eingefünft? Ja, also wir schreiben ja viele eigene Songs mit deutschen Texten. Es gibt aber immer wieder mal Coversongs, die uns total gut gefallen. Entweder weil sie musikalisch spannend sind oder weil wir eine lustige Idee haben, was wir mit den Texten machen können. Dann versuchen wir, den auf die Bühne zu bringen und im besten Fall, was auch meistens der Fall ist, finden die Leute es dann auch ganz lustig. Was uns langweilt, ist, Sachen einfach nachzusingen oder zu arrangieren, ohne dass da eine eigene Note drin steckt. Ende Oktober seid ihr mit eurem neuen Programm auf Tour. 005 im Dienste ihrer Mayonnaise. Ich habe sehr gelacht, als ich das gesehen habe und habe mich wirklich gefragt, erstens, wie kommt ihr darauf? Und habe mich wirklich dann gefragt, macht ihr ein Bierchen auf? Trinkt ihr währenddessen oder wie funktioniert das? Oft sitzen wir zusammen und warten unglaublich lang. Wir sitzen lang in Autos und haben lange Autofahrten. Wir kommen nachmittags an bei einer Location, machen Soundcheck, bauen auf und dann sitzen wir auch 2 Stunden, 3 Stunden rum, bis es losgeht. Und da entstehen einfach oft so extrem lustige Sachen aus Langeweile. Und irgendwann haut einer was raus und alle müssen lachen. Da sollten Sie auf jeden Fall dabei sein und jetzt schalten wir in unseren ersten Beitrag und sind gleich wieder da. Wir sind heute da, weil absolutes Event, absolute Party. Finde ich einfach super. Kann man lachen endlich mal wieder. Das Tolle an dem heutigen Abend ist, dass man die Stiftung vom Christoph Sonntag unterstützt. Das ist ein Familienausflug und ich finde Christoph Sonntag richtig gut. Ja, und wenn Sie sich gefragt haben, wie feiert eigentlich Christoph Sonntag eine Party? Heute Abend kriegen Sie die Antwort. Hallo Christoph Sonntag. Hallo, hi. Na ja gut, 11 Jahre Stiftung ist ja ein Jubiläum. Seit 11 Jahren gibt es uns. Aber ein sehr ungewöhnliches Jubiläum, ja, gell? Ja, gut, ich habe ja einen ungewöhnlichen Beruf. Mhm. Wir haben vor 11 Jahren angefangen, den Max Eitze zu retten. Man hört ja immer wieder, wir müssen weiterarbeiten dort. Da muss man noch viel tun. Haben dann danach gesagt, machen wir jetzt Kinderhilfsprojekte. Und haben jetzt in 11 Jahren sensationelle, knappe 5 Millionen Euro an Geld und Spenden und Sachleistungen von außen kriegt, um sie in unsere Werke umzusetzen. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, jetzt ist 11 Jahre durch, jetzt wird mal gnadenlos gefeiert. Ja, das ist sehr gut. Und momentan ist die Bühne hinter uns noch leer. Hier wird es nachher aber richtig abgehen. Die Bilder sehen Sie jetzt schon mal. Und wir gehen mal Backstage mit Christoph Sonntag, damit Sie auch mal sehen, wie sowas eigentlich Backstage aussieht. Heidi Klum hat auch einen Jüngeren, warum denn nicht? Der hat den Tom Kaulitz, der ist 28. Ich habe seinen Zwillingbruder angebaggert, den Bill. Der hat mich abgewiesen, er hat gesagt, er will nichts Festes. Und ich habe gesagt, gut, dann werden meine Oberschenkel aber gefallen. Jetzt sind wir Backstage, weil so eine Party feiert man nicht allein. Da hat man seine besten Freunde, Marco Rima, aus der Schweiz gekommen. Das ist nein, doch. Oh. Das ist Fest für Marco und ich esse so lange. Ja, und deshalb bin ich auch gekommen. Wegen dem Backstage-Essen. Ja. Wir Schweizer haben ja nichts. Nee, außer teure Autos und so. Ja, Backstage durfte ich leider nicht mit, jetzt stehst du aber wieder neben mir. Ja. Wie kann das eigentlich funktionieren, Christoph, habe ich mich gefragt, dass du immer wieder so viele wahnsinnige Projekte realisieren kannst? Naja, wir haben immer die Ideen, sagen wir mal so, entwickeln sie manchmal auch mit den Unterstützern, aber dann gibt es die Unterstützer und das sind halt die, die es möglich machen. Mhm. Die, meine, die sagen, hey, wir wollen das und wir unterstützen das und wir geben das Geld. Das ist so wunderbar. Und einer unserer wichtigsten Unterstützer, der größte, die Sparda Bank, schmeißt sogar für uns diese Party. Also toller kann es nicht laufen. Jetzt wird gefeiert und am Morgen ist die Stiftung wieder ehrenamtlich für eine bessere Welt am Start. Und wenn die Menschen Bock haben, auch wieder richtig Tränen zu lachen, vielleicht darf ich das kurz sagen. Ja, unbedingt. Am 21. seht ihr mich, 21. September im Theaterhaus in Stuttgart und am 27. im Forum Ludwigsburg. Also würde ich mich freuen, wenn wir uns sehen. Und jetzt muss ich arbeiten. Tschüss. Ciao. Macht's gut.
Und ihr schafft jetzt auch was, gell? Ja. Ciao, ciao. Der ist nur am Schaffen, der Mann. Naja, so ist das halt, gell? Scharfe, scharfe Häuser bauen. Schenken war früher viel weniger kommerziell. Beispiel Muttertag. Am Muttertag ist der Vater zu uns ins Zimmer gekommen und gesagt, Bube, heute ist Muttertag. Heute trage dir der Mama mal der Staubsauger ans Bett. Ja, heute zu Gast Christian Langer. Er ist unter anderem, wir haben eben schon die ganze Zeit drüber gesprochen, einer der Gründungsmitglieder von Die Fünf, die A Cappella Comedy Band. Und ich habe mich gefragt, wie war das für dich das erste Mal, als du für dich gefühlt hast, boah, Musik ist das, was ich machen will? Es gibt so Kinderbilder von mir, wo ich in der Küche auf dem Boden sitze und auf Töpfen Schlagzeug spiele mit Kochlöffeln. Und mein Papa hat heimlich mich beim Einschlafen aufgenommen. Es gibt auch Tonbänder, wo ich mich in den Schlaf singe, als ich noch ganz klein bin. Das ist ja der Segen für jede Mutter. Ja, Mama, kannst rausgehen, ich singe mich selbst in den Schlaf. Okay, tschüss. Ja, das ist witzig. Das habe ich, glaube ich, noch niemand erzählt. Wenn du nicht mit Die Fünf unterwegs bist, wo sieht man dich? Also ich habe seit vielen Jahren in Waiblingen eine Open Stage, die ich moderiere, einmal im Monat, am dritten Dienstag des Monats im Schwanen. Also diese Moderationsgeschichten, die mache ich ganz gern. In den letzten Jahren habe ich wenig Solo-Musik gemacht und wenig Auftritte auch. Da schaue ich mal, ob ich in naher Zukunft da mal wieder ein bisschen mich mehr damit beschäftige, weil es mir natürlich auch fehlt. Also ich bin ja eben auch Pianist und da ist A Cappella auf Dauer natürlich unbefriedigend. Der Ausgleich fehlt halt einfach. Aber hast du die Zeit nicht? Ist es einfach ein Zeitding oder ist es einfach ein Zeitpunktding? Es ist kein Zeitding, es ist wirklich ein Zeitpunktding. Ja. Also manchmal gibt es so Phasen, wo man das Gefühl hat, ich habe gerade nichts zu sagen. Aber wo Zeitpunkt? Bei uns ist jetzt der Zeitpunkt für Werbung. Bis gleich. Und wir sind zurück mit Christian Langer. Unter anderem bist du auch der erste Gast, der mir, du hast es genannt Likes, also Dinge, die du magst, mir geschickt hat mit einer Liste, wo Dinge stehen, die du magst. Neben der Heizung sitzen. Das magst du, stand da drin. Es ist halt super im Winter so an der Heizung zu sitzen und die Zehen so da, also die Füße reinzuschieben in diese Zwischenräume. Das ist unglaublich, unglaublich schön. Sehr schön. Dann an frischen CD-Booklets riechen. Das ist echt so ein Fetisch, ich muss sagen. Also ich weiß, dass es Menschen gibt, die das auch machen. Aber ich muss, ja, aber das ist wirklich extrem. Ich pack die CDs aus, muss zuerst das Booklet rausnehmen und riech an diesem frisch gedruckten Booklet. Nach was riecht's? Nach frisch gedrucktem Booklet. Und es ist wirklich, es gibt Booklets, die riechen scheiße. Ja? Da bin ich dann ganz enttäuscht. Bist du aber generell Nasenmensch? Ich bin ganz, ganz arg geruchsfixiert. Ja, ja. Ja, ja, sehr. Okay, dann geben wir in dieser Sekunde ab in meinen nächsten Beitrag und sind gleich wieder da. Feed me. Menschenblut? Feed me. Feed me all night long. Ach, trinkst Blut, Audrey, du. Wir wollen uns nichts vormachen. Wie soll ich dich ernähren? Soll ich Leute umbringen oder was? Sina, helfen Sie mir. Was habe ich dir denn getan? Nichts. Aber Sie haben ihr so viel angetan. Ja, ich stehe jetzt hier in der Reithalle im Kunstzentrum Karlskaserne. Dem Theater, wo wir seit vielen Jahren verschiedene Produktionen machen mit Jugendlichen, mit Erwachsenen. Und ich freue mich schon sehr auf den Festakt, den wir hier feiern. 25 Jahre Kulturwelt. Und wenn ich zurückblicke an die ganzen vielen Projekte und an die verschiedenen Menschen, die hier gespielt haben, da wird es mir schon ganz, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Auf jeden Fall freue ich mich auf Freitag und bin stolz auf, was wir geschafft haben. Was geht uns bisher an? Was sollen wir denn tun? Wir können nicht hier bleiben. Ich will Ihnen in der Schule erzählen, dass wir 3 Jahre gebraucht haben, um nach Deutschland zu kommen. Da denken die, ich bin bescheuert. Wir kommen gerade aus einem ganz arbeitsreichen Wochenende, weil wir natürlich für unsere Jubiläumsshow geprobt haben, die Best-of-Show, die am Freitag zu unserem Jubiläum zu sehen sein wird. Und das war
natürlich ein sehr tolles Gefühl zu sehen, wie ganz, ganz alte Schauspieler, die bei uns dabei sind, also und ganz neue, die jetzt ganz frisch bei Produktionen dabei sind, bei der nächsten im November, zusammen auf der Bühne Ausschnitte zeigen aus den vielen, vielen Theatersachen, die wir gemacht haben in den letzten 25 Jahren. Beeindruckend, wenn man das so als Macher von Kulturwelt miterlebt. Liebe ist wie Wechselgeld. Meine Haut, mein Gesicht sind Geschenke für dich. Greif doch zu, keine Angst. Oh Baby, Baby, nimm mich. Ein Embryo. Es gibt hier keine Tränen. In dieser schönen neuen Welt. Ich bin Schauspielerin hier bei Kulturwelt. Ich bin mittlerweile seit 5 Jahren auch schon mit dabei. Und was ich so besonders hier finde, ist, wie professionell Amateure hier mit uns Profis zusammenarbeiten. Also das hat mich wirklich tief berührt, wie wir zusammengehalten haben und zusammen auf der Bühne gestanden sind in den Stücken, die ich hier spielen durfte. Und ich freue mich jetzt sehr auf Freitag, auf den Festakt. Und dazu lade ich Sie auch alle ganz recht herzlich ein. Es beginnt um 19 Uhr auf der Reithallenbühne und der Eintritt ist frei. Ich würde Sie aber bitten zu reservieren, weil wenn voll ist, ist voll. Und wir freuen uns sehr auf alle, die kommen. Und wir feiern danach noch eine große Party mit allen zu unserem Jubiläum. So, und wir sind schon zurück mit unserem letzten Teil und ich sage vielen, vielen Dank, dass wir bei dir zu Hause sein durften. Gerne. Und meine Sendung endet traditionsgemäß mit 2 Veranstaltungstipps und du darfst jetzt mal empfehlen, wo man hingehen sollte. Am 4. Dezember habe ich eine Karte für Marillion gekauft. Ich glaube im Hegelsaal in der Liederhalle. Da freue ich mich drauf. Da gibt es bestimmt noch Karten, weil ich jeden Tag auf Facebook 10-mal die Werbung sehe von dem Konzert. Und mein Tipp ist, das Rocktrio Heiß-Kalt. Am 21.12. geben die Abschlusskonzert im LKA Longhorn. Also da dürfen Sie auch gerne vorbeischauen. Viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Wir werden gucken, was so passiert. Vor allen Dingen auch mit dir als Solokünstler sind wir sehr gespannt. Und ja, ich hoffe, Sie schalten nächste Woche wieder ein. Und bis dahin eine gute Zeit und tschüss.